willkommen, meine Damen und Herren, zur Pressekonferenz vom 17. Spieltag. Die Dresden Titans verlieren zu Hause mit 82-89 gegen Phoenix Hagen. Neben mir die beiden Headcoaches der Partie, Chris Harris und Fabian Strauß. Wir beginnen mit dem Gästecoach Chris Harris. Gratulation zu diesem Sieg hier in Dresden. Es war sicherlich ein hartes Stück Arbeit. Wie hast du das Spiel deiner Mannschaft erlebt? Ja, vorneweg möchte ich Fabo und einfach die ganze Organisation, die Fans, also die Kultur, die hier dann mitgewachsen ist über den letzten Jahren, grundsätzlich gratulieren. Auch Rico macht einen unfassbar guten Job. Ich finde es schon beeindruckend, was hier in den letzten Jahren aufgewachsen worden ist oder wie auch immer das richtig ausgedrückt werden sollte. Zum Spiel, ich habe einen absoluten Kampf erwartet und das war es. Wir haben uns richtig schwer getan mit dem Ball-Movement, Player-Movement und am Ende die Abschlüsse von Dreier. Ich glaube, die hatten noch ein paar treffen können, so frei waren welche. Allerdings war ich relativ zufrieden, wie wir in diesem Lauf gekommen sind, wie wir dann mit elf weggegangen sind und dachte schon, dass danach haben wir verdient gewonnen, trotz ein wirklich beherzlichen Comeback von seinem Team. Also ich fand das erwartete ganz enge, ganz schwere Partie und bin sehr, sehr froh, mit einem Sieg nach Hause fahren zu dürfen. Vielen Dank für dein Statement, Chris. Deine Jungs, hatte ich das Gefühl, hatten in der ersten Halbzeit noch ein kleines bisschen Probleme an der Freiwurflinie, waren wahrscheinlich ein bisschen nervös. Das haben sie in der Schlussphase abgelegt und sind ziemlich cool geblieben. Ist das der Unterschied zu Dresden, dass deine Jungs dann in der Schlussphase dann einfach ein bisschen abgezockter waren? Das würde ich nicht mal sagen. Ne? Also ich finde, Fabos Mannschaft ist durch diesen Aufstieg, durch den Playoffs letztes Jahr, ich finde die auch sehr abgezockt und sehr reif. Eigentlich haben wir ungefähr unsere Quote getroffen. Ne? Also wir sind irgendwo Mitte 60, das ist nicht unsere Stärke. Die Dreier sind auch nicht unsere Stärke. Wir machen es ein bisschen anders in Hagen und deswegen, es war ungefähr, wie es sein sollte. Mit 40% Freiwurfquote werden wir wahrscheinlich nicht nach Hause gefahren. Deswegen, ich würde das überhaupt nicht als abgezockt halten. Ne? Also die haben ein paar daneben geschossen, die mussten dann fahren, um die Clock zu stoppen. Und nett, dass wir die paar Entscheidende dann getroffen haben. Vielen Dank, Chris. Fabo, Hagen macht ein paar Sachen anders, unter anderem auch die Ganzfeldpresse, vor der du gewarnt hast. Nichtsdestotrotz stehen 25 Ballverluste hier zu Buche. Wie gehst du damit um? Wie hast du das Spiel aus deiner Sicht erlebt? Glückwunsch an Chris und an Hagen. Waren physischer dann als wir. Hat erstmal am Anfang wieder gebraucht, bis wir oder die Jungs das verstehen. Und wir haben zu viele Turnover geschmissen, zu viele Ballverluste in den wichtigen Momenten. Haben einige nicht richtig zugehört anscheinend, als wir die Spielvorbereitung durchgeführt haben. Und hinten raus musste einfach sagen, Hagen war abgezockter und gut. Den einen Call 30 Sekunden vor Schluss, den muss man überdenken, aber naja, egal. Am Ende hat Hagen verdient gewonnen, wir haben uns selbst das Bein gestellt, wie immer, wenn wir gegen Top-Teams spielen und wir müssen einfach noch ein Stückchen reifer werden. Naja, gegen Hagen darf man ja auch verlieren, es ist eine tolle Saison hier von der Gästemannschaft, es ist jetzt der erfolgreichste Start, die erfolgreichste Hinrunde von Hagen, noch nie gab es 13 Siege in der Hinrunde, deswegen Gratulation auch zu diesem Rekord. Fabo, was braucht es denn gegen so eine Mannschaft aus Hagen zu gewinnen? Muss man dann einfach ein bisschen die Nerven bewahren? Wir haben in der Schlussphase bei einem wichtigen Freiwurf im Airball gesehen von Trent Teichmann. Ist das vielleicht so der Unterschied? Nein, wenn ich dir jetzt eine ehrliche Antwort gebe, das machen wir lieber nicht hier, machen wir jetzt nicht. Wir haben, wie gesagt, zu viele Ballverluste und zu schlechtes Pick and Roll in den finalen Phasen gelesen. Und das killt dich halt. Auf dem Niveau, auf dem Hagen dieses Jahr schon gerade im vierten Viertel performt, killt dich das. Und deswegen müssen wir die Niederlage einstecken. Müssen wir nehmen. Vielen Dank, Fabo, für deine Einschätzung. Das war's, denke ich, auch schon mit der Pressekonferenz. Damit ist erstmal alles gesagt. Die Trainer werden das sicherlich sorgfältig auswerten. Und da wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause.